Ach ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin wieder auf einem Life is Strange Entzug. Und deshalb heiße ich euch willkommen zurück in Life is Strange True Colors. Genauer gesagt geht es ab heute um Steph's Story. Ich habe ja schon in der letzten Folge, die jetzt schon so 4-5 Monate zurückliegt, habe ich ja schon mal gesagt, ich möchte das DLC noch spielen. Dachte eigentlich, ich kaufe es mir direkt im Anschluss, musste dann ein bisschen Abstand brauchen, weil Life is Strange ist immer so ein Ding, entweder hast du voll Bock drauf oder du brauchst ein bisschen Abstand und jetzt gerade sehne ich mich wieder danach und es passt gerade ganz gut, würde ich sagen, einfach ein klitzekleines DLC von Life is Strange True Colors. Dieses erschien ganze gute 4 Wochen nach dem Hauptspiel True Colors, nämlich genauer gesagt am 30. September 2021. Und wir spielen hier, naja, wie schon der Name sagt, Steph, beziehungsweise die Vorgeschichte von Life is Strange True Colors aus der Sicht von Steph, die man ja schon aus Life is Strange Before the Storm kennt. Das Ganze spielt so ungefähr ein Jahr vor den Geschehnissen hier in Life is Strange True Colors. Und ich würde sagen, ich sage jetzt gar nichts mehr, sondern hast du Life is Strange Season 1 gespielt? Ja. Hast du Acadia Bay gerettet? Ich persönlich habe ja Acadia Bay gerettet und Chloe geopfert, weil sie, ich finde, sie wollte es so. Und deswegen, hast du Acadia Bay gerettet? Ja. Life is Strange Wavelength, genau so heißt es, ist ein erzählerisches Spiel mit Spielentscheidungen, denn Taten und Entscheidungen Konsequenzen auf Steph und die Menschen um sie herum. Life is Strange Wavelength. Gemeinsam mit Steph. Steph, Gingrich, spricht man so aus? Ja, das stimmt. Was für Radioarbeit hast du schon gemacht? Gott, mal sehen. Was habe ich noch nicht getan? Uniradio, Kleinstadtradio, ein paar Podcasts, viel Live-Mixing für meine Band. Oh, okay. Also kennst du dich in einer Radiokabine aus? Ja, total. Dein Freund hat mir gesagt, dass du für diesen Job überqualifiziert bist. Ich dachte bloß, er ist, du weißt schon. Einfach Gabe? Genau. Hör mal, falls du das hier ohne viel Aufsicht schaffst, gehört der Job dir. Mega! Teil deiner Verantwortung ist die Führung des Plattenladens. Mit der ganzen Einzelhandelserfahrung in deinem Lebenslauf bin ich mir sicher, dass das kein Problem sein wird. Oh, klar. Ja, gar kein Problem. Super. Dein Freund meinte, du bist aus deiner Band ausgestiegen, um hier zu bleiben. Darf ich fragen, warum? Tut mir leid. Das ist vielleicht zu persönlich. Nein, ist okay. Es gab keinen besonderen Grund. Ich wollte nur... ein wenig zurücktreten. Naja, mal wieder durchatmen. Das hier wirkt wie ein Ort, an dem ich es einfach genießen kann, allein zu sein. Nun, ich hoffe, wir werden den Erwartungen gerecht. Haven Springs ist nicht Seattle. Ich denke, Acadia Bay lag in Seattle, glaube ich. So war es doch. Das bedeutet, es kommt hier aus ihrer Erinnerung gerade direkt. Starten wir rein, ja, als sie hier angekommen okay. ist. Okay, die Managerin hat mir für den ersten Tag eine Aufgabenliste dagelassen. Okay, das ist also wirklich der erste Tag. Krass. So, ich bin gespannt, ob wir noch mehr erfahren werden, wie sie denn hierher gekommen ist und alles. Deswegen, ja, ich freue mich sehr, das hier zu spielen. Wir starten gleich in ihrem Reich. Bist du das Maskottchen der Haven High School? Ah ja, das macht Sinn zumindest. Was bist du denn? und zwar, okay, wir sind hier erstmal fest verankert, sollen ein paar Aufgaben nachgehen. Wir fangen an da, wo sich Steph, wie gesagt, am wohlsten fühlt, in ihrem kleinen Studio.
Ja, ist halt echt so. Naja, wir gucken mal auf die Aufgabenliste. Jackpot, hier ist die Liste. Steph, willkommen zu deiner ersten Schicht. Tut mir leid, dass ich nicht dort sein kann. Hier die Grundlagen, stell dich vor. Wie mit dem Computer der Auto-DJ ab, den Auto-DJ ab. Lies alle Anzeigen auf Sendung vor. Die Vorgaben liegen auf dem Tisch. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht ruft jemand an. Er muss wahrscheinlich nichts sagen, aber ja, falls jemand anruft, geh ran. Viel Glück, Beatrice. Mich auf Sendung vorstellen? Let's do it. Ja. Das muss ich erst einschalten. Na dann. Hallöchen, Haven Springs, na, alles supi bei euch. Ich bin Was hier. geht, werte Zuhörer in Haven? Steph hier. Wow. Die neue Maestro der Musik. KRCTs neuer Maestro der Musik. Sultanin der Songs. Tyrannin der Töne. Ihr versteht schon. Wir Ja. haben tolle Musik für euch am Start, also bleibt dran. Ihr hört KRCT. Ich meine, sie kann Okay, das sehr gut, ich habe weil sie gute halt Musik einfach schon, versprochen. ja, Also die schaue ich mir gemacht als hat. nächstes die Playlist an. Was? Nein, jetzt konnte ich. Oh, come on. Ist ja gemein, dass wenn man nur während während man redet mit ihr, bestimmte Dinge machen kann. Schade. Aber egal, das Licht haben wir geändert. Kann man eine Spitzhacke ohne Daumen halten? Ich weiß auch nicht, was dieses Wackeln bedeutet oder was es einem hilft. Ich würde gerne mal gucken. Ah ja, tatsächlich. Es gibt wieder Nachrichten jede Menge. Und wie es eigentlich immer im ersten Part ist. Ja, lesen wir das doch. Uiuiui. Ich hoffe wirklich, dass die richtige Nummer ist. Falls die Person, die es ist, Steph ist. Hi, Mikey hier. Das ist eine Weile her. Den kennt man doch aus Life is Strange Two Colors. Mit dem hat man doch Board Games gespielt. Dieses. Oder? Ja, ich glaube schon. Heilige Scheiße, hey. Verdammt, Alter, ist es ewig her. Wie hast du mich gefunden? Als wir das letzte Mal getextet hatten, hatte ich eine andere Nummer. Lol, du bist in Alumni-Verzeichnis. Im Ernst? Ich weiß, ich dachte, es ist auch komisch. Mann, da spendet man mal 5 Kröten. Egal. Alter, wie geht's dir? Mir geht's gut. Du weißt, wie es ist. Ja, eigentlich, nein. Ich habe keine Ahnung, wie es ist. Lol, nein, ich schätze, du weißt es nicht. Wandere immer nur herum. Hab's auf der Hochschule geschafft, das ist cool. Und du? Erstens, das ist cool. Glückwunsch zur Hochschule. Zweitens, lol, keine Ahnung, ich bin abgehauen. Oh echt, wo bist denn du? Haven Springs, Colorado. Ist das ein Vorort von Denver oder so? Siehst du, wäre ein guter Ort für den Umzug gewesen. Nein, es ist mitten im Nirgendwo. Lange Geschichte. Was du erzählen willst, ich bin ganz Ohr. Ja, ich auch. So ist nicht, ne? Dann natürlich Ryan, Charlotte, Gabe und sie. Sie wurden dieser Gruppen-SMS vom Benutzer Gabe Chen hinzugefügt. Falls sie glauben, dass dies ein Fehler war, blocken sie die Nummer und kontaktieren sie ihn ab mir. Und vorgestellt zur Genehmigung des Clubs der Coolen von Haven Springs, unser neuestes Mitglied, Steph Gingrich. Willkommen! Wird auch Zeit, dass dieser Gruppenchat weniger ein Club für Jungs wird. Yo, danke für die Einladung. Also, Filmabend? Für ein Filmabend bin ich immer zu haben. Alter, du bist immer für die Natur zu haben. Sobald ich zu Jurassic Park schalten willst, gehst du stiften. Sie haben keine Federn. Wo sind ihre Federn, Gabe? Oh Gott, nicht das schon wieder. Ein Film haben, ich bin voll dabei, wann? Bei mir, Freitag. Und ich denke, es ist nur fair, dass unser neuestes Mitglied den Film aussucht. Was? Dem hast du nicht zugestimmt. Den hab ich nicht zugestimmt. Pech gehabt. Alter, du entscheidest, Entscheidung ist gefallen. Ich suche etwas Seltsames aus. Okay, wisst ihr was? Das ist auch so ein bisschen. Ich find's cool, dass wie sie redet, wird ja auch gespiegelt in den Text nach. Okay, wie seltsam. Echt seltsam. Okay, dann Izzy. Oh ja, das ist doch die Freundin, die wo mit ihr auf die Tour gegangen ist und so, ne? Hey, bin sicher zu Hause angekommen. Ich denke, es wäre das Beste, wenn ich deine Nummer blocke. Ist nichts Persönliches. Ich denke bloß, dass die Versuchung, sie zu texten, zu groß wäre. Und ich will, dass du da draußen mit allem, was du tust, weitermachst. Also, leb wohl. Oh, diese Nachricht kriegt man eigentlich nicht im Real Life, aber. Ja, wir kennen ja schon so halb vom Erzählerischen die Geschichte zwischen Izzy und, ja, und Steph. Okay. Yo, Steph hier, von Drugstore Makeup. Was geht? Okay, ich habe mit Izzy geredet und wir sind einen Auftritt zu haben. Ein Halt zwischen SLC und Denver wäre gut. Irre, ich kann es kaum erwarten, dass ihr hier spielt. Es wird euch gefallen. Hell yeah. Kann ich für ein paar Tage bei dir unterkommen? Du hast doch nicht mehr Konzerte. Scheiße, ist was passiert?
Nein, nicht wirklich. Ich dachte nur, vielleicht bleibe ich etwas länger in Haven, als wir ursprünglich geplant haben. Aber nicht beide von euch. Alter, kann ich bei dir pennen oder nicht? Ja, natürlich. Melde dich einfach, wenn du reden willst. Ich glaube, du hast dir einen Job in der Stadt verschaffen, falls du Interesse hast. Dann musst du nicht mehr auf einer Couch pennen und kannst dir eine eigene Wohnung besorgen. Alter, darüber müssen wir uns unterhalten. Mach das Bier auf, ich bin in 10 Minuten da. Weißt du, wann war das alles? Ah ja, guck mal. 2018 im März. Ich glaube, dass Life is Strange True Colors im Oktober doch gespielt hat, sowas, ne? Oder im September. Ich glaube 2019, da weiß ich jetzt aber leider nicht ganz sicher. Weißt du, an einer Stelle hätte ich meine Zukunft nicht auf dem Spiel gesetzt, ist denn so scheiße bin. Alter, ich versuche zu schlafen. Kann schlafen, wenn du tot bist. Wegen dem Job im Plattenladen. Ich gehe zum Vorstellungsgespräch. Danke, Gabe, du bist der coolste Freund, den ein Mädchen sich wünschen kann. Danke, Gabe, jetzt lass mich schlafen, verdammt. Also, Beinbruch, danke, Mann. Ernsthaft, kein Ding. Okay, und ich wollte jetzt eigentlich aufhören, aber, naja, wenn nur noch Jerry übrig ist, dann gibt's den natürlich auch noch. Hey, wir spielen am 25. im Snoot House. Tigons, Riz, Attack on Lanterns und ihr, falls ihr dabei sein wollt. Alk wird natürlich mitgebracht. Scheiße, du hast noch nicht davon gehört. Ich bin aus Seattle weggezogen. Oh, scheiße, wann? Circa vor einer Woche. Ah ja, okay, das ist also wirklich hier knapp, nachdem sie gegangen ist, weil wir haben ja gerade 13.3. und 8.3. Das heißt, sie ist Anfang März hierher gezogen. Verdammt, das ist sie bei dir. Nö, sorry, Alter, ich glaube nicht, dass es DSM noch gibt. Verdammt, F im Chat. Ja, sehr, sehr tragisch hier alles. Okay, aber jetzt würde ich sagen, es wird Zeit, dass wir uns mal den Computer anschauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir zwei werden uns öfter sehen. Okay. Kann ich jetzt... Nope, okay, die Pinnwand haben wir leider irgendwie verpeilt. Soll Havens beste Indie-Rock-Playlist sein? Ziemlich mager. Auto-DJ, das sollen wir ja drauf machen. Heutige Musik, Playlist-Kalender, Musik importieren, Top 50 des Landes gesperrt und die Neuveröffentlichung auf Pro upgraden. Oh je, okay. Ich glaube, das sollte passen. Ja, dann probieren wir es doch mal. Hallöchen. Sorry, Computer-DJ. Jetzt bin ich dran. So, Paint Me Silver abspielen. Nö, Fall Asleep. Home for Oaks or Dancing Distance. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe jetzt B gedrückt statt A eigentlich. Aber gut, sie legt einfach random irgendwas auf, ne, von mir aus. Du rüttelst die Dinge jetzt schon auf, Gingrich. Na gut, wir haben sie erwähnen lassen. Ich heute noch ein paar Songs spielen. Jetzt soll ich Anzeigen vorlesen. Die müssen auch hier irgendwo sein. Ja, da. Erstmal aber den Lautsprecher. Wir hören ein bisschen Musik, würde ich sagen. Ich finde es hier wirklich ziemlich entspannt, so ganz ruhiges DSC. Man hört einfach ein bisschen Musik. Ich meine, muss man sich ja auch gönnen, wenn man schon hier arbeitet. Achso, was ich auch wieder vergessen habe, wie ihr es kennt, natürlich habe ich die Copyright-Musik angelassen, weil ich einfach finde, es gehört zu Life is Strange dazu. Und deswegen, ja, werden wir das auch so lassen. Achso, okay, der Auto-DJ ist das. Naja, wir suchen mal. Achso, das sind die Sachen. Ach, sie hat von Anfang an das automatisch gemacht. Naja, ich würde sagen, eine entspannte Musik gefällt mir auf jeden Fall. Alle Anzeigen auf Sendung vor. Okay, wir sind tatsächlich schon ziemlich weit unten. Ja, gut, machen wir das doch mal. So, wir machen, The Black Lantern, wer sie ganz oben steht. Und jetzt eine Nachricht von einem der Sponsoren von KRCT. Die Black Lantern. Hier in Haven macht ist die Black Lantern gut. Bekannt für... Jetzt kann ich's machen. Ihren bärtigen Besitzer. Kino werfen, soll komm. Soll euch ein Mann aus dem 19. Jahrhundert Essen servieren? Dann seid ihr dort richtig. Ja. Und dann gibt's da noch das Essen. Probiert in der Lantern. Den besten Burger. Erstklassige Burger. Die besten Burger im Umkreis von 30 Kilometern. Mit Abstand. Geht heute noch zur Black Lantern. Und sagt, Steph schickt euch. Ich brauche eine Pause. Ach da, guck mal.
Ich geh mal kurz. Ich habe ein paar Dinos gewogen. Gedings. Quatschen, komm, wir quatschen noch ein bisschen. Ich werde die Playlist hier bei KRCT etwas aufpolieren. Also, haltet eure Ohren bereit für neue Musik. Okay, jetzt habe ich alle geworfen. Jetzt sehe ich erst die Dinos. Okay, ich habe doch die ganze Zeit welche gesehen. Ja gut, ist doch ganz schön. Wir lesen aber noch die fertigen Werbung vor. Put to work, Colorado. Und hier kommt etwas von einem unserer Sponsoren. Einfach durchgehend Werbung machen. Colorado.com findet seit 2002 Jobs für die Einwohner von Colorado. Und zwar mit ihren lizenzierten Experten. Wollte ich gar nicht. Diese Leute sind wie Karriere-Sherpas, die euch helfen, die Spitze eurer Jobwünsche zu erreichen. Aber Steph sagt dir, ich bin ein einzigartiger Künstler mit hochspezialisierten Fähigkeiten. Nie im Leben haben die einen Job für mich. Dazu sage ich, nicht mit dieser Einstellung. Und auf jeden Fall. Nur für meine Zuhörer gibt es eine Gratis-Probemitgliedschaft mit dem Code KRCT. Auch nicht schlecht. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weggehen, ich meine, das ist ja gerade, denke ich mal, der nächste Schritt. Wir können noch ein bisschen quatschen, aber ich würde sagen, bevor wir ein bisschen quatschen, lesen wir noch Avalanche Ice Cream vor. Und hier ein neuer Laden, über den ihr euch freut. Ah ja, von dem habe ich sogar gehört. Avalanche Ice Cream, in Zentrum True von Colors. Springs. Der ist in der Nähe der Black Lantern. Sorten, die sie anbieten, wird beim Park, glaube ich, war das direkt. Umhauen. Experimentell. Ihr glaubt, ich mache Witze? Die haben ernsthaft und ich hoffe, ihr sitzt gerade nach Krabben-Rangoon schmeckender Eiscreme. Wow. Just saying. Also geht direkt zu Avalanche Ice Cream und holt euch eine Kugel von unseren guten Freunden. Herr und Frau Avalanche. Anderson. Oh, warum soll ich das jetzt... Immer an Avalanche, das ist ein bisschen lustiger. Sonny und Angela Avalanche. Erkunder der unbekannten Gefilde des Eiscreme-Genusses. Ja, absolut. Ah, sie macht das so toll. Ich mag es richtig gut. Wir gucken mal den Computer. Ja, das haben wir schon gesehen. Ich weiß vielleicht nicht, was ich hier mache. Aber das Gute ist... Zuhörerdaten. Ah, okay. Keiner zuhört. Bist du deine Einschaltquoten hörst, dann hier ein Tipp dafür. Zuhörer lieben einen DJ mit Persönlichkeit, mit der sie sich identifizieren können. Das stimmt, sie macht sie aber auch wirklich gut, finde ich. Von Leslie Cole. KRCT-Programm an die Zuständigen. Ich weiß es zu schätzen, dass Haven Springs ein so besonderes Ressource wie KRCT zur Verfügung steht. Nicht jede Stadt kann sich von ihrem eigenen unabhängigen Radiosender schmücken. Ihr Programm lässt allerdings zu wünschen übrig. Samstag spielen sie während dem, was angeblich Classic Rock sein sollte, dreimal hintereinander Lonesome Ranch. Lonesome Ranch ist kein Classic Rock Song, sondern ein 60 Jahre alter Country Western Single. Und dreimal hintereinander ist der DJ eingeschlafen. Bitte stellen Sie jemand Neuen ein. Jeder, der eine Veröffentlichung aus den letzten 30 Jahren benennen kann, bin genügt. Mit freundlichen Grüßen, Leslie Cole. Ja, dann ist ja gut, dass wir jetzt da sind und ich denke mal, für die Personalität quatschen wir das nochmal. Das diesjährige Frühlingsfest steht kurz bevor. Ja, das stimmt. Also, ach klar, euch Frühling. Bei Eleanor im Blumenladen für ehrenamtliche Aufgaben. Leute, mir fällt gerade auf, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bin ich mit September vor sowas von falsch gelegen. Ich glaube, es war tatsächlich eher so, dass das Frühlingsfest im Mai immer stattfindet, ne, wenn Ihr ich mich hört täusche. KRCT. Havens beste und einzige Adresse für modernen Rock. Ja, es ist, kann man doch so sagen. Gut, dann gehen wir doch mal. Ich denke mal, wir haben jetzt genügend gequatscht. Ich wollte schon lange mal mein Dating-Profil ausfüllen. Na dann. Sehr gerne doch. Also bis jetzt kommt mir dieser DSC nach den ersten 20 Minuten sehr, sehr personal rüber und ich mag das sehr gerne. Das ist dein Leben. Nitex, etwas lustiges, das passt halt zu ihr. Riesiger Nerdzug, nächster Ex, okay. Das ist eher pessimistisch, finde ich. Aber gut. Musikerin, Gamerin, Katzenliebhaberin, impulsive, reisende, lesbische Katastrophe, angehende DJ. Ich meine, es sagt viel über sie aus, aber ich denke mal, sie hat sich jetzt ja sesshaft gemacht in Haven Springs, deswegen nehme ich jetzt als einfach das hier. Als nächstes muss ich mich als Mediensnob outen. Okay. Das wäre nur fair. Womit will ich Eindruck schinden? Sie organisiert diese, ich weiß nicht, ob damit ein Live-Action-LARP, so hieß das, gemeint ist. Aber ich denke, sie und macht das immer ganz... Wonach ich suche, runde ich das ganze Ding ab. Okay.
Ich denke, in Wahrheit sucht sie schon etwas Ernsteres. Ja, würde ich schon sagen. Okay. 24 ist sie, guck mal, das habe ich auch noch nicht gewusst, zum Beispiel. Ich denke, im Laden gibt es auch noch Arbeit für mich. Wollte sie sich nicht ausruhen? Oder ist das jetzt das Ausruhen? Ich glaube, auf dem Tresen vorne lag ein Zettel für mich. Okay. Die Glückblumen. Ich habe mich vielleicht dreimal mit Eleanor unterhalten. Viel Glück in dem neuen Abenteuer. Wir sind so froh, dass du beschlossen hast, hier zu bleiben. Bussi, Eleanor, Lent. Das ist ja die vom Blumenladen, deswegen auch so wunderbare Sonnenblumen hier. Das sieht wohl stark nach meinem Abendessen aus. Oh je. Gabe, deine Freundin ist zu gut. Hab Spaß auf dem neuen Gig. Keine Sorge, die Schokolade kannst du während dem Essen essen. Alles Liebe, ciao. Ah ja, also doch nicht von Gabe. Das Gruseligste an diesem Buch ist die bedrohliche Mahnung, die ich jährlich von der Bibliothek bekomme. Okay, ja gut, das bedeutet, sie ist jetzt nicht so ganz überzeugt, aber behält sie trotzdem die ganze Zeit, oder wie? Alter, ich kotz gleich. Ja. Wer hat denn auf den Teppich gepinkelt? Oh, ich weiß wer. Hier lebt doch so eine Katze, war das nicht so? Ja, ich glaube schon. Analyse der Sonatenhauptsatzform und ihrer Beziehung zu musikalischer Struktur und Auswahl? Sonatenhauptsatzform, das kommt mir sogar sehr bekannt vor. Welcher Approach zieht sich denn diese Wälzer rein? Ja, ist echt so. Eieiei, das sind ja dann mehr oder weniger so, ja, opernmäßig, ne? Ja, naja, ich meine, wenn man drauf steht. Wenn du mutig bist, selbstlos und ehrlich, kannst du eines Tages eine richtige Gitarre sein. Ich genieße es richtig, nochmal hier rumzulaufen. Das ist einfach cool. Der Laden braucht echt ein Update. Ich würde mich jetzt noch kurz fragen, einfach mal. Okay, wir können tatsächlich nochmal in die Kabine rein. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich je über einen Bürojob freue. Also ich meine, das passt halt wirklich gut. Also ich finde es super, dass es hier als so gut passt. Als nächstes klatscht in die Pfoten für Nat King Collie. Wir müssen echt was zum mehr Teufel. Kunden ja, ich frage mich auch gar nicht so, warum. Also ich meine, er sieht halt so schnieke wie die ganze Stadt aus, aber ich meine, ich weiß nicht, ob die alle hier so drauf stehen. Noch so Platten im 2000, was war's, 18? What the fuck? Ist er dann auch 5 Jahre nach Life is Strange 1, oder? Beziehungsweise Before the Storm, dann sind es, glaube ich, 6 Jahre. Das heißt, sie hat tatsächlich noch recht lange in Haven Springs gelebt. Ja, oh, den Aufsteller, den kennen wir zum Beispiel noch gar nicht, bin ich mir richtig... Oh, Leute, ist das schön, nochmal hier zu sein. Genau deshalb habe ich gewartet mit dem DLC. Da ist die Stadt, da ist die Bibliothek, nicht die Bibliothek, die Apotheke von Charlotte. Da hinten ist, glaube ich... Das sieht man leider nicht. Oder war es da hinten? Boah, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich glaube, dort hinten war das... Nee. Da ist die Brücke da hinten. Das bedeutet, da hinten ist dann Black Lantern. Da sieht man sogar den Park. Seht ihr diesen Stein da ganz hinten? Und da, wo Car oder so steht, da ist, glaube ich, die Eisdiele. Wenn ich mich nicht täusche. 2 Jahre lang kein Kontakt. Und dann dieses geheimnisvolle Paket. Well played, Mikey. Ich würde sagen, was haben wir denn für Aufgaben? Erledigradische Aufgaben. Lies Kassiers Zettel. Ich weiß nicht, ob Kassier das Richtige ist. Ach, guck mal. Grace, 41. Mutter von 2 Kindern erkundet eine andere Seite. Nope. Ach, das ist Tinder-mäßig, okay. Bubbles. Diese Person hat noch keine Slogan eingegeben. Wie geheimnisvoll. Ja, komm. Machen wir mal so. Oh, ihr zwei mögt euch. Wir machen erstmal weiter. Dann Kathleen, du verhaust jeden Wurf, den gar nicht erst magst. Guck mal, 2 Eigenschaften passen auch ganz gut, okay. Nachricht kommt. Okay, dann sollte ich mal das Eis brechen. Cool bleiben. Wie läuft's bei dir? Oh Gott. Okay, du wirst für mich das größte Mistück der Welt halten. Warum? Ich schätze, davon hängt ab, was das nächste sagt. Also ich habe versehentlich nach rechts gewischt. Oh, aua. Wow, okay, ich werde nicht lügen, das tut weh. Es liegt nicht an dir, ich stehe bloß nicht auf Mädchen. Ich habe die App so eingestellt, dass sie mir Männer anzeigt, aber das ist wohl schiefgelaufen. Ja, komm. Why not? Warte, wir haben festgestellt, warum ich dein Feed aufgetaucht bin, aber warum hast du mich gewählt? Das wird jetzt Bescheuerheiten, das hören. Ich hab mit Namen, ich guck mir die, was? Ich hab's mit Namen,
Ich gucke mir die meiste Zeit nicht mal die Fotos der Leute an. Ich entscheide abhängig davon, ob ich mir vorstellen kann, diesen Kerl meinen Freunden vorstellen oder nicht. Aha, okay. Also dachte ich, hey Leute, das ist mein Freund Steph. Und es klang gut. Und ich habe mal hingeguckt und, uff, entschuldige für die Verwirrung. Das ist interessant, muss ich sagen. Das ist eine echt interessante Art, eine Dating-App zu benutzen. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der diese Methode benutzt. Ich auch nicht, Tatsache. Vielleicht aus diesem Grund. Lol, du wirkst jedenfalls echt cool. Sorry, dass ich so seltsam bin. Kein Ding. Wirklich, die ist ganz nett. Kein Ding, pass auf dich auf. Ja, war doch cute. Bubbles, machen wir mal mit dir weiter. Auf sie warten können. Ich überlasse Bubbles das Reden. Ja, weil sie hat ja auch als erstes geswiped. Kann man doch so machen, oder? Genau, dann ihr's, dann das hier, dann Colorado soll Gott bleiben. Ich weiß nicht, Colorado ist, glaube ich, falsch. Wir sind hier ja gar nicht mehr in Colorado. Oder außerdem stimmt nur eine Eigenschaft, deswegen nope. Kaylee, bist du diejenige, nach der wir suchen? Haven Springs. Ach, guck mal. Schau mal, Haven Springs. Ich weiß, die Eigenschaften passen nicht, aber komm, machen wir mal. Willst du... Okay. Interessant. Ich glaube, Steph mag's. Das ist deswegen. Doch ein Witz. In der Gang gibt es momentan niemanden. Oh, okay. Ach, guck mal, mit denen kann man auch irgendwie nicht... Was sind das für Symbole? Ich habe Angst, da drauf zu drücken. Ah, cool. Ja gut, mit ihr sind wir ja fertig. Was ist das hier? Warte mal, ich probiere es mal. Wenn du ignorieren möchtest. Oh, okay. Interessant. Nein, nicht ignorieren. Genau, das haben wir ja schon gesehen. Ha, guck mal, sie hat geschrieben. Du bist ein Bot, oder? wie gefällt dir das Wetter im Moment? Oh, okay, ja, du bist eindeutig ein Bot. Ja, das ist mir das Liebste, Alter. Okay, ja, ist sie. Bot-Wetter ist nicht zu schlagen. Oh, ich merke schon, sie hat da nicht so groß. Absolut, ich liebe es, wenn der Himmel aussieht wie weißes Rauschen. Das war in Bezug zur Neuromanze. Du sollst es lesen. Natürlich nach der Singularität. Geht dir diese App nicht auf die Nerven? Benutzername nicht gefunden. Gib mir deine Nummer, damit wir texten können. Du wirst es nicht bereuen. Du bist nicht mal ein guter Bot. Ja, wir könnten es auch einfach sein lassen, aber ich finde das gerade ziemlich interessant. Heilige Scheiße, du bist nicht mal ein guter Bot. Hallo, Scammerzentrale, der hier ist kaputt. Error, Reply unknown. Hallo, Süße. Warum tue ich mir das an, okay, ja? Okay, sich eine Stunde lang darauf abzufeiern, mit einem Bot zu reden, ist süß. Aber bei 2 Stunden würde ich mir Sorgen machen. Wie gefällt dir das Wetter im Moment? Nee, wisst ihr was? Ach, guck mal, sie will... Nee, ist das sie? Nee, Bubbles. Wir ignorieren Bubbles. Okay, so schaut es dann aus. Schau mal, sie hat auch noch zurück... Das bedeutet, es kann noch kommen alles. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal... Doch, komm, wir machen weiter. So. Einhornjäger. Da bist du bei mir aber an der falschen Adresse. Hey Süße, freut mich, dich kennenzulernen. Komisch, dass die jetzt schon so viel getextet haben. Sorry, wer ist wir? Ich und Brayden. Ah, wir freuen uns. Ich nehme an, Brayden ist dein Haustier, Leguan? Nee, Brayden ist mein Freund. Wir suchen nach einer dritten. Hast du ein Profil gesehen? Habe ich nicht. Upsi. Sollte man vielleicht genauer gucken. Nee, ich habe geswiped, ohne nachzugucken. Tut mir leid. Schon wieder... Gemeins gelesen? Ja, das hätte schlimmer laufen können. Okay, aber es ist nicht so, als hättest du meins gelesen. Wir haben nichts gesehen, das uns bezweifeln ließ. Und dafür, dass so, ne? Okay, ich bin extrem lesbisch, unheilbar und hoffnungslos. Einfach die lesbische Person, die es gibt. Oder gab. Woher sollen wir das denn wissen? Anscheinend wirst du geghostet. Du bist diesem Benutzer, dieser Benutzerin keine Nachrichten mehr schicken. Ah, okay. Interessant. Ja, okay. Die eine war noch ganz nett, diese Caitlin. Aber ja, mit der haben wir ja auch keine Chancen. Naja, würde ich sagen, wir packen nochmal das Paket aus von unserem guten Freund Mikey. Wenn ich mich nicht täusche, wie gesagt, kennt man den aus Before the Storm. Ein alter GM-Kram? What the fuck? Ja, das ist der. Ich habe jetzt nochmal geguckt.
Ja, guck mal. Game Master Notes. Ach cool, das erinnert mich direkt an Before the Storm, als er mit ihr auf dem Pausenhof das Ganze gespielt hat. Ich sollte das alles durchsehen. Oh mein Gott, was für ein Throwback. Rede es nicht, Warnung. Weiterlesen resultiert im Charaktertod durch plötzliches, unerklärliches Organversagen. Okay. Männlich, Zauberer, Stufe 14. Element, Zauberer des dritten Zirkus und ehrwürdiger Ratgeber von König Tiberius, vernahm den Ruf der Magie schon in seiner Kindheit. Als Sohn von Bauerin in dem Dorf Herbstgräber versteckt er seine Fertigkeiten jahrelang aus Angst vor dem Dorfältesten verstoßen zu werden. Als junger Mann wurde Elamon wagemutiger und verließ schlussendlich Herbstgräber, um in legendären Halle der Zirkel unterrichtet zu werden. Nun bereist er die Welt für Suche nach Wissen, guter Gesellschaft und etwas Gold. Kommunikation, Objekte bewegen, Astralprojektion und Geisterverlies. Okay. Kampagnenideen. Ach, cool. Unter Schaum und Gesicht. Die Dorfbewohner von Krindals Klamm kennen sich nicht mit zwei Dingen besser aus als jetzt sonst auf dem Witwenmeer. Wie man einen sturen Hering angelt und wie dieser sturen Hering schmeckt. Sture Hering. Wenn er über dem Feuer geröstet wurde. Das Leben hier ist simpel, etwas beengt und selten gefährlich, bis das Verschwinden der Kinder begann. Es begann mit dem Sohn des Baumeisters, dann die Tochter des Schmieds, dann der Neffe des Jägers und danach weitere. Rufe erreichten die Monsterjägergilden, doch nicht viele Leute reisen bis nach Crandall's Clam. Ein gutherziger Einwohner Crandall's, Captain Dennis Holt, segelte selbst zum Roggenhafen und brachte seine Bitte des Gildemeisters vor. Damit wurde der Hilferuf endlich erhört. Aber wird das genug sein? Und rausgestrichen hat sie David Gefangene. Niemand weiß, wer die Zelle in Aschenzahnbald gebaut hat oder wie lange sie schon dort steht oder wie die Steine verzaubert wurden. Man weiß nur, dass ein Mann in der Zelle lebte, allein eingesperrt seit über 600 Jahren. Er erinnert sich nicht an seinen Namen, aber so viel Ähnlichkeit mit der Kampagne vom schwarzen Mulde, okay. Und The Perfect City, ein weiteres. Keine Stadt in Kerai konnte sich in diesem geschäftsmäßigen Straßen im glänzenden Schirm von Neu-Eden vergleichen. Es wird nicht nur im Reichtum der Kunstfertigkeiten und Sicherheit, die man innerhalb der Mauern von Neu-Eden fand, nein. Es war völlige Abwesenheit von täglichen Bösen, Krankheit, Hunger, Diebstahl. Die Bürger von Neu-Eden hatten perfekte Familien und perfekte Leben. Benachbarte Königreiche wollten verzweifelte Allianzen. Doch Neu-Eden blieb eigenständig in all seiner Perfektion. Doch Perfektion hat ihren Preis. Rubine und Feuer. Ist das jetzt eine neue Geschichte? Ich weiß es nicht. Anwohner nennen ihre Tochter Flamme, doch der Berg hat ihr älteren Namen. Glutspitze, Karmesinfels, Karmesinfels wahrscheinlich. Falls man den richtigen Herbert Runzelten Historiker fragt, Karthas Thron des Ältesten. Er ersteckt sich bis zum Wolken und verdeckt den Himmel mit einem endlosen Schleier aus Ruß. Er zog auch viele Reisende an, die es an legendären Schatz in sein Inneres suchten. Der Ziegenkönig Ötzis baute den Schatzkammer in längst vergessenen Tagen und überließ ihre Bewachung seit zwei unsterblichen Söhnen. Niemand konnte eine einzige Münze, einen einzigen Juwel oder eine einzige Krone stehlen. Niemand, der es überlebte. Lachend sterben. Bei der königlichen Narr Thomas Potzbei war zu Lebzeiten kein lustiger Geselle, aber im Tod. Nee, das ist dämlich. Er hat sie gar nicht mal weiter probiert. Ich brauche eine neue Elamon-Kampagne. In meinem alten Notizbuch sollten einige Ideen stehen, die vielleicht funktionieren. Okay. Ja, was waren jetzt was nochmal? Also ich fand eigentlich alle ganz interessant. Das erste war ja mit dem Verschwinden der Kinder. Unter Schaum um Gesicht. Ja, doch, ich glaube, ich finde Rubine und Feuer ganz interessant. Nehmen wir das. Das heißt, sie plant jedes Jahr ein Lab, seit sie da eingezogen ist, oder wie? Die kennen wir doch. Es wäre echt toll, wieder Kontakt mit Mikey zu haben. Ist echt ewig her. Aber bin ich auch bereit, wieder GM meiner ganzen Kampagne zu sein? Fuck yes, das bin ich. Na dann. Game Master ist, glaube ich, GM, by the way.
Mikey hat's immer noch drauf. Mm. Aber Elamon hat schon bessere Tage gesehen. Ja genau, Nicknames Elamon. Roleplaying Character, okay. Mhm. Da war er by the way 12, als man in Life is Strange Before the Storm ihn und sie getroffen hat. Mittlerweile sind sie ja schon 12 Jahre älter, ne? Bei 24 haben wir auf dem Profil gesehen, okay. Das habe ich Mikey geschenkt, bevor ich nach Seattle gezogen bin. Ich frage mich, ob ich überhaupt noch die Hälfte davon verstehen würde. Zweite Ausgabe. Gebiete nicht nur über Armin, sondern über Essenz deiner Geschichte in der nächsten Ausgabe des weltberühmten Tabletop Roleplays. Okay, das ist der Zettel, den sollen wir unter anderem lesen. Oh. Und hier ist auch nichts Neues, hier auch nicht, hier auch nicht. Okay, nee, ich wollte jetzt eigentlich, genau, lies Cassias Zettel. Radioschauaufgaben. Ach so, ja gut. Den Rest haben wir schon gesehen auch. Das heißt, wir können ihn jetzt lesen. Ich denke, ich würde mich gut mit ihr verstehen. Dear Miss Greengridge, willkommen in meinem Laden. Der Herr weiß, der mit frischem Wind braucht. Mein Name ist Cassia Sobieski. Und ich bin eine alte Schachtel in einem Altersheim in Colorado Springs. Ja, Record Traders liegt mir sehr am Herzen. Also weiß ich alles, um ich meine absolut alles, was sie tun können, um den Laden zu verbessern und schätzen. Freundlichen Grüßen, Cassia. Eigene Ideen, bessere Deko, Musik und Belüftungsabdeckung reparieren. Fällt seit Jahren ab. Also, wenn ich das richtig verstehe, lässt Cassia mir im Prinzip völlig freie Hand. So heißt sie, okay. Damit kann ich arbeiten. Ah, okay. Sie kann also selbst nicht mehr machen, wahrscheinlich. Vielleicht ist was dabei, womit ich die Wände verschönern kann. Okay. Was die Musik angeht, könnte ich ja mal die Neuveröffentlichungen aktualisieren. Hm. Das glaube ich auch tatsächlich. Und da ist die Belüftung. Ah. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich sie mir ja mal ansehen. Alright. Ich weiß bloß nicht, ob wir noch was vergessen haben. Deswegen werde ich tatsächlich als erstes mal derartige Ziele. Hänge Poster. Wähle die. Warte mal. Radioshow-Aufgaben. Genau. Ich weiß nicht, ob das der Oberbegriff ist. Aber ja, wir haben hier schon alles uns angeguckt, ne? Genau. Dann würde ich sagen, wir fangen mit der Lüftung an. All die Jahre als Bühnenbildnerin in der Schule haben mich auf diesen Moment vorbereitet. Hey. Oh, ich brauche bloß ein paar Schrauben. Oh ja, das geht ja. Oh ja, okay, und vielleicht einen Staubsauger oder so. Das Tier haust in den Wänden. okay. Hey, du da! Ich komme morgen mit Febrés und einem Besen zurück. Also, fass das als Warnung auf. Where are we now? Are we headed south to Austin?